Leute, wenn ihr Bock habt auf ein ganz kurzes Location Scouting, meine Rückfahrt von vom Hudson Valley über New York mit einem kleinen Stop hier in New Jersey und einem schönen Spot hier rüber auf die Skyline, Hudson Yards, Location Scouting, dann schaut euch den Vlog an. Übrigens auch die Rückfahrt und die Fahrt durch New York und ein kleines Fazit für das ganze Wochenende, wie so meine Eindrücke von New York nach anderthalb Jahren Abstinenz gewesen sind, gibt es hier in diesem Vlog. Und vielleicht auch ein bisschen was vom Super Bowl, wenn ich irgendwo noch in eine Sportsbar gehe und mir das angucke. Da muss ich mal gucken. Also Leute, schaut es euch einfach an. Bang, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hudson Valley, aus Peekskill. Ich war euch ja noch eine Roomtour schuldig. Wie gesagt, ich kann euch mal kurz so ein bisschen dieses Motel zeigen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, naja, geht so. Ich habe jetzt für zwei Nächte $260 bezahlt. Und das einzige Gute ist der Ausblick hier aufs Hudson Valley, beziehungsweise auf den Hudson River. Das ist wirklich, wirklich cool. Und sonst ist es doch sehr, sehr abgeranzt. Wenn ich mal hier, ich drehe euch mal. Ne, also das ist so typisch Motelmäßig. Ich bin jetzt hier im ersten Stock und hinten auf der anderen Seite, da sind dann, so sieht das aus. Ich sag jetzt mal, hier ist wahrscheinlich ein Pool. Sieht auch nicht so geil aus. Aber ich kann euch sagen, ich habe verhältnismäßig bescheiden hier geschlafen. Das lag an zwei verschiedenen Faktoren. In der ersten Nacht hat um 3 Uhr nachts mein Nachbar voll den Ghetto-Blaster angehauen. Die haben eine Party gefeiert, eine Stunde lang. Und kam dann auch der kleine Weeds-Geruch ein bisschen um die Ecke. Und ja, und gestern Abend haben irgendwelche Nachbarn links oder rechts oder unter mir sich fortgepflanzt, würde ich mal sagen, ungefähr 3 Stunden lang. Was grundsätzlich okay ist, sage ich jetzt mal. Aber die Wände sind hier so dünn, ich musste mir die AirPods ins Ohr stecken und dann habe ich weiter geschlafen. Aber kommen wir mal zur Roomtour. Also wie gesagt, was ihr für $260 für zwei Nächte bekommt. Ich drehe euch mal. So, wir gehen dann hier. Ja, hier so ein typisches Motelzimmer. Da gehen wir rein. Bett. Zwei Lampen, Klimaanlage, die einem ins Gesicht bläst. Da wird übrigens auch drüber geheizt. Und einen mittelmäßig großen Fernseher, wo heute den ganzen Tag irgendwas mit dem Super Bowl läuft. Ist aber auch klar, heute ist Super Bowl-Tag. Das sieht alles wahrscheinlich auf dem Pocket viel, viel besser aus, wie es ist. Es ist im Grunde genommen sauber gewesen. Na, und da habt ihr eine Mikrowelle hier, aber sonst auch nichts. Einen leeren Kühlschrank. Und das ist der Kleiderschrank und das ist dann halt hier die Nasszelle. Im Grunde genommen auch okay, sage ich jetzt mal, aber halt natürlich vom Standard her, wenn du das, was du bei uns kriegen würdest, ist das schon sehr teuer. Und es ist wirklich nicht mehr wirklich günstig in den USA. Auch hier solche Motels, die früher nach meiner Meinung nicht mehr wie $80 kosten durften. Das wird vielleicht irgendwo auf dem Land ein bisschen anders sein. Aber hier, wie gesagt, von hier fährt man eine Stunde mit dem Zug, ein bisschen mehr wie eine Stunde mit dem Zug nach New York. Wahrscheinlich können sie es einfach nehmen. Ne? Wie gesagt, sie können es nehmen. Wie gesagt, was ganz cool ist dieser Ausblick, und ich könnte mir vorstellen, im Sommer, naja, dann sitzt du halt da unten noch, kannst die Drohne vielleicht sogar da in den Sonnenuntergang fliegen lassen. Gut, hinten ist jetzt das Atomkraftwerk, das alte, aber auch die Züge, die unten vorbeidonnern, ne? Also unten donnern ja alle halbe Stunde zwei Züge vorbei, die dann auch richtig mal die Hupe da blasen, sind auch was. Also wie gesagt, das ist alles andere als ideal, aber es hat halt den Zweck erfüllt für hier. Ne? New York besuchen, Holger besuchen. Beim nächsten Mal werde ich sicherlich was anderes machen. Und da werden wir heute den Vlog auch mitgestalten. Ich fahre jetzt noch zu Holger frühstücken. Und dann
fahre ich nach New Jersey, Jersey City, und gucke mir zwei Spots an, wo ich die Skyline mal fotografieren wollte, wo ich da nicht zu gekommen bin. Jetzt ist heute kein besonders gutes Wetter, es wird halt wahrscheinlich auch keine guten Fotos geben, aber es liegt halt auf dem Weg nach Washington und deshalb gucke ich es mir halt mal an. Und auch da ist auch ein Hotel in der Nähe, was ich mir eventuell mal angucke, so ein Motel, Hotel, wo man auch einen Parkplatz hat, was ähnlich teuer ist. Und wenn das, sage ich jetzt mal, ähnlich teuer ist, direkt an New York dran, mit 5 Minuten rüber in Manhattan, dann könnte das was werden. Also wie gesagt, das wird heute der Vlog werden. Es wird viele Fahrtszenen geben, vielleicht ein paar Fotos, vielleicht auch ein bisschen was vom Super Bowl heute Abend noch. Mal gucken, ob ich da irgendwo in so eine Sportsbar gehe. Und sonst wird das einfach so ein, also ein Alltagsvlog werden. Ich werde vielleicht mal die Insta 360 Go, nicht die Go 3, die Ace Pro mal am Windshield, an der Scheibe montieren. Und damit ein bisschen filmen, einfach so durch New York fahren, über die Washington Bridge, durch New Jersey. Sonst ist ja zwischendurch eigentlich eher ist langweilig da in New Jersey. Also wie gesagt, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich habe aber jetzt schon 5 Minuten gesprochen und deswegen ist der Vlog schon mindestens 5 Minuten lang. Also los geht's. Ich war jetzt schön bei Holger frühstücken gewesen, habe ein paar Fahrtszenen mit der Insta 360 Ace Pro aufgenommen und bin jetzt hier nach Weehawken gefahren. Und zwar habe ich mir da einen Platz ausgesucht, ja, so eine Wohnsiedlung. Jetzt muss ich mal aufpassen, da darf man eigentlich nicht parken, nur Gäste und halt Bewohner. Ich will aber auch jetzt nicht lange hier bleiben, ich will das einfach nur mal kurz angucken. Hier unten gibt es nämlich so eine kleine Promenade und die ist halt im Grunde genommen direkt gegenüber von Hudson Yards. Ne? Hudson Yards ist auch so, ja, ein ziemlich beeindruckendes Teil. Also wie gesagt, da unten ist Downtown und hier Hudson Yards und hier würde ich gerne ein paar normalerweise Fotos entweder zum Sonnenaufgang machen oder zum Sonnenuntergang. Aber am Ende des Tages gucke ich mir jetzt einfach mal das hier an. Location Scouting nennt sich das. Und dann werde ich sicherlich, wenn ich noch mal in New York bin, vielleicht mal früh morgens hier sein. Hier gibt es auch so ein paar
Ja, so ein bisschen Vordergrund und so ein bisschen Hintergrund. Heute ist natürlich alles grau und grau. Nichtsdestotrotz werde ich einfach mal 2, 3 Probeaufnahmen machen, vielleicht auch mal mit einem ND1000-Filter oder so. Ne? Hier brauche ich auch nicht lange rumzulaufen. Ich sehe schon, ich drehe euch mal. So, das ist die Promenade. Ja, ich sehe schon, hier auf der anderen Seite, da liegt gerade ein Kreuzfahrtschiff. Und wenn ich euch mal ein bisschen ranzoome sogar, Moment, muss ich erstmal zoomen einstellen, so. Wenn ich euch mal ranzoome, seht ihr da die Billionaires Row, Central Park. Da ist ungefähr Times Square. Da kommt dann Hudson Yards. Und darunter ist dann Downtown. Auch das könnte eigentlich ein cooles Bild sein, so über das Land drüber. Also ich werde jetzt hier mal mein Stativ aufbauen. Mal wieder raus. Ich werde jetzt hier mal mein Stativ aufbauen und dann einfach mal loslegen, würde ich sagen. Ne? Und dann vielleicht ein paar verschiedene Positionen ausprobieren. Dahin ist auch The Vessel, sehe ich gerade. Oh, mal gucken, was da geht. Ich habe das 18300 von Tamron dabei. Ja, lustigerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Frankie den Adapter für die ND-Filter vergessen. Von 72 auf 67 mm. Ich habe aber Gott sei Dank noch einen variablen ND-Filter drauf, wo ich den magnetischen Adapter habe ich vergessen für die Filter, für die Freeway-Filter. Ich habe aber hier noch einen variablen ND-Filter, der natürlich kein ND1000 ist. Ich mache jetzt aber erstmal so ein paar Testaufnahmen hier rüber. Wir gehen einfach mal ISO 125 und die Belichtung stellen wir natürlich auf manuell. Das können wir okay machen. Dann so, vielleicht auch mal die Kappe abmachen. Und dann sieht das eigentlich schon hier, können wir mal durchgucken. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus hier mit diesen Pöllern hier. Da könnte man einfach direkt schon mal machen, das Bild hier. So, zack. Ich kann euch mal gerade die Komposition zeigen. Moment, ich drehe euch mal. So, das wäre die Komposition hier mit den Pöllern. So. Dann über Hudson Yards rüber. Ne? Ich schraube mal den ND-Filter drauf. Was ich natürlich jetzt nicht habe. Das ist jetzt wirklich ärgerlich, wobei es heute nicht ganz so ärgerlich ist, weil das Wetter eh bescheiden ist. So, jetzt haben wir einen ND-Filter drauf. Und jetzt gucken wir mal, wie wir bei Blende 16, sage ich jetzt mal. Was haben wir? 16 haben wir maximal. Ah, wir haben sogar 22. Nehmen wir mal 18. Ja, leider ist nichts mit Langzeitbelichtung hier. Ich kann mir mal gerade angucken, wie das Bild geworden ist. Sieht aber super aus. Also wir haben natürlich jetzt hier die Möglichkeit, dass ich hier eine ganze Menge Zoom am Start habe. Ich kann jetzt zum Beispiel auch mal Richtung Downtown fotografieren oder halt sogar ein bisschen jetzt, bin jetzt bei 18 mm gewesen. Ich gehe mal einfach ein bisschen näher ran und nehme dann nur diesen einen oder zwei Pöller oder den einen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache, ob ich das immer einblende oder so oder alles nachher am Ende einblende. Ich stelle das Ding jetzt auch gerade mal auf den Movie-Modus. Ne? Wir gehen mal auf den Movie-Modus und dann seht ihr mal, ja, oder auch nicht, drücke ich mal auf Aufnahme, jetzt seht ihr mal die Einstellung, die ich eben gewählt habe.
Ja, darüber, Einstellung, runter über diesen Poller, dann über die Landzunge Downtown. Wie gesagt, das ist heute jetzt nicht wirklich so spektakulär. Aber dasselbe machen wir, gehe ich eigentlich noch mal hier rüber. So hatte ich das, glaube ich, gewählt. Ja, da zeige ich dann euch jetzt hier, das ist die Einstellung mit Hudson Yards gegenüber. Da guckt auch so ein bisschen das Empire State Building hervor. Und ja, dann vielleicht auch das, was ich eben noch mal gemacht habe mit The Vessel. Da habe ich die Einstellung genommen. Ja, ich nehme euch das jetzt mal auf. Also die Einstellung mit The Vessel unten, wie klein das aussieht zwischen den riesen Hochhäusern. Einfach Wahnsinn. Ne? Und da habe ich auch mal ein Foto von gemacht. Und ich kann mir halt gut vorstellen, morgens, vielleicht auch mit Wolken oder abends, also eher morgens mit Wolken, könnte das richtig, richtig cool sein. Ne? Ich kann aber auch mal zum Beispiel in die Richtung mal fotografieren. Ne, Richtung Billionaires Row. Da hinten ist auch ein ganz interessantes Gebäude. Dieses, schaut euch mal das an. Hole ich euch mal ran. So ein Dreieck ist das. Keine Ahnung, was das ist. Da könnte ich auch mal gerade ein Bild noch von machen. Mal schauen. Moment, da gehen wir mal auf den Still-Modus wieder. Und diesmal ohne Vordergrund. Da gehe ich aber einfach mal voll rein. So. Ja, wie gesagt, vielleicht geht da ein bisschen was in Schwarz-Weiß. Ich mache jetzt noch mal so ein paar verschiedene Shots hier über die Bohlen drüber. Und dann sehe ich auch zu, dass ich wieder im Auto bin, bevor ich da ein Knöllchen kriege. Ne? Das wollen wir ja nicht haben. Aber ich glaube, da würde ich mal jetzt... Komm, das Kreuzfahrtschiff da. Schlecht mit dem Pocket hier. Kleine Kamera. So, hier habe ich jetzt, kann ich euch gerade auch mal im Movie zeigen. Guck mal. Mit den Bohlen und dann im Hintergrund Hudson Yards und das Empire State Building. Ich ziehe mal noch ein bisschen raus hier. So sieht das doch ganz gut aus, finde ich, oder? Und da jetzt richtig Wolken dahinter, wäre cool. So, machen wir mal ein paar Bilder, wenn wir schon mal dabei sind. So. Da hinten ist übrigens die Bronx. Warte, ich mache euch mal ein Video davon. So, da ist die Bronx. Ein bisschen. So. Da bin ich eben übrigens über die Brücke gefahren. Das sieht auch nicht schlecht aus. Da sind so ein paar Bohlen im Wasser. Ja, hier habe ich jetzt genau das Empire State Building, ich zeige euch das mal im Movie. So, zwischen den Hochhäusern. Moment, ich filme euch das mal ab. Das Empire State Building zwischen den Hochhäusern. Und da können wir auch mal so ein bisschen. Das nehmen wir so ein bisschen an den Rand ran. Ah, The Vessel and the Shed. Dann lassen wir das aber noch im Hintergrund so. Ich ein bisschen rauszoome. The Vessel and the Shed nebendran. Hudson Yards.
Kurzes Location Scouting war das hier unten in Weeboken, nennt sich das. Das war mal was anderes. Ich war ja schon in New Jersey unten. Da fahre ich jetzt heute nicht mehr hin. Ich werde jetzt nach Washington zurückfahren. Gibt es jetzt noch ein paar Fahrtszenen. Allerdings, sage ich mal, wird das halt heute mehr so wirklich so ein Mini-Vlog werden. Was heißt Mini-Vlog? Vielleicht wird er sogar ein paar mehr Fahrtszenen geben, weil den einen oder anderen interessiert es ja halt auch, wenn man durch New York fährt oder so. Also wie gesagt, hier ist auf jeden Fall interessant. Ihr müsst nur diese Parksituation hier klären. Da müsst ihr mal irgendwo anders parken. Ich bin jetzt, habe mich natürlich jetzt einfach dahingestellt. Für eine halbe Stunde, denke ich mal, war das okay. Da ist jetzt auch noch keiner gekommen. Man muss aber aufpassen, ne? Am Ende des Tages auf jeden Fall eine sehr gute Location, wo wir auch Vordergrund haben. Ne? Wir haben Vordergrund, wir haben ein bisschen was von der Skyline und das kann natürlich auch abends super geil aussehen. Ne? Also zu jeder Tageszeit. Ich werde hier sicherlich hinkommen, morgens oder abends. Definitiv. Tagsüber ist es eher langweilig, morgens oder abends. Und dann vergesse ich auch die ND-Filter nicht. Aber für Location Scouting war es ganz okay. Leute, wenn euch... ich melde mich gleich nochmal aus dem Auto. Und gibt so ein allgemeines Fazit über dieses Wochenende in New York, dieses erste Wochenende wieder, was ich da gemacht habe, wie es war. Und am Ende gibt es vielleicht ja auch noch ein paar Szenen vom Super Bowl aus einer Sportsbar. Ich guck mal. Jetzt gehen wir auf jeden Fall zum Auto und fahren Richtung Washington DC. Ja, zum Abschluss hier nochmal aus dem Auto auf dem Rückweg mit meinen 65 Meilen pro Stunde tuckere ich zurück Richtung Washington DC und werde ungefähr in 3 Stunden wieder da sein, zu Hause sozusagen, und mir dann heute Abend den Super Bowl angucken. 3 Tage New York, 2 Übernachtungen, kleines Resümee, vielleicht auch mal eine kleine Kostentabelle. Das ist nämlich auch ganz interessant mal zu sehen. So, ich muss aufpassen, dass ich hier die richtige Abfahrt nehme. Ja, das passt schon. Ja, also erstmal mit dem Auto, hier mit dem alten BMW X3 Richtung Hudson Valley. Das waren jetzt 420 Kilometer. Eine Fahrt ungefähr $50 könnt ihr rechnen, weil er so zwischen 10 und 12 Liter verbraucht. Dann Zug rein nach New York, hin und zurück $27, zweimal, ne? Und die Übernachtung, und da muss man ganz klar sagen, das Motel war es nicht wert. Allerdings, du kriegst es auch nicht wirklich günstiger, nicht viel. Die Übernachtung $260, 2 Nächte. Boah, da müssen wir noch mal gucken. Also wie gesagt, ich habe mir ja noch was in New Jersey ausgesucht, was ja dann auch noch mal 100 Kilometer näher dran ist. Das heißt also, ich spare 200 Kilometer Fahrt, wo ich einen Parkplatz dabei habe und das ähnlich teuer ist und wo ich einfach nur in die U-Bahn springen muss und dann bin ich drüben in Manhattan. Das werde ich das nächste Mal ausprobieren. Aber wenn man alles mal zusammenrechnet, dann kann man fast auch mit dem Zug fahren. Sollte man in Manhattan oder irgendwo da in New York eine einigermaßen bezahlbare Unterkunft kriegen, was einfach ein Problem ist. Ne? Airbnb sind immer versteckte Kosten mit dabei. Und am Ende des Tages, sage ich jetzt mal, wäre ich da auch auf $300 gekommen. So gesehen war das ja auch die Prämisse, dass ich Holger besuche, also sozusagen ins Hudson Valley fahre und New York so nebenbei mitnehme. Wobei ich dann so ganz nebenbei haben wir New York natürlich nicht mitgenommen. Ne? Also wir sind dann halt direkt, nachdem ich am Freitag angekommen bin,
mit dem Zug rein nach New York gefahren und sind natürlich genau das, haben das gemacht, was wir als erstes machen, wenn wir uns treffen, einen Burger essen. Nee, okay, wir hatten Hunger. Und dann halt mit der Fähre halt runter den East River gefahren nach Brooklyn, über die Brooklyn Bridge gegangen und dann später auch zu McSorley's Old Irish Ale House. Und dann war der Abend auch schon rum. Ich habe gar nicht viel fotografiert, eher gefilmt. Und am Ende des Tages, ich muss mal ein bisschen hier schneller fahren, hier wirst du von links und rechts überholt. Alter Schwede, ey, die bügeln hier durch. Das ist die wahre Pracht, also ohne Quatsch. Naja, wie auch immer, erster Tag wurde gar nicht so viel fotografiert. Am zweiten Tag musste Holger seinen ganzen Familieneinkauf machen, zum Bowling fahren. Ich bin morgens echt früh aufgestanden, hatte eine verhältnismäßig kurze Nacht gehabt mit auch Störungen in dem Hotel, hatte ich euch ja gesagt bei der Roomtour, und habe einen wunderbaren Spaziergang, einen 15 Kilometer Spaziergang durch New York gemacht, an verschiedenen Orten, an die ich sehr schöne Erinnerungen hatte, weil ich habe ja schließlich da in der Nähe gewohnt. Habe ein bisschen Street gemacht, aber kein POV, sondern einfach wild um mich rum fotografiert. Bin dann wieder zurück ins Hudson Valley. Wir haben abends noch einen schönen Abend verlebt, Pizza gegessen am National Pizza Day und sind dann noch auf ein Bier zu einem Konzert in so einen kleinen Pub gegangen. Und heute, habt ihr gesehen, habe ich den Vlog begonnen, sozusagen mit einer Roomtour von meinem Motel. Und wenn wir mal ehrlich sind, das war es nicht wirklich wert, das Motel. Aber okay, es war sauber. Und am Ende des Tages, ich muss mir manche Leute hier, also echt, ey. So, mal auf die mittlere Spur. Übrigens, in den USA ist es komplett erlaubt, rechts und links und überall zu überholen. Und ich fahre jetzt schon 70, wo 65 erlaubt ist. Und im Grunde genommen hält sich eigentlich keiner an diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich fahre jetzt einfach auf der mittleren Spur meine 70 durch. Tempomat ist eingestellt. Ja, also wie gesagt, dann war ich noch Location Scouting machen. Da werde ich sicherlich mal hoffentlich bei guten Bedingungen hinkommen, mit ein paar Wolken, mit ein bisschen, vielleicht rotem Himmel und so, vielleicht morgens und abends. Ja, ich denke mal, das kann man auf jeden Fall mal machen. Ich will jetzt auch gar nicht das Ding länger werden lassen, das Video hier. Bin schon wieder 5 Minuten am Sprechen. New York wird sicherlich mindestens noch ein, zwei, dreimal passieren, weil es eigentlich verhältnismäßig easy war, mit dem Auto dahin zu fahren. Ich weiß aber nicht, ob ich das nochmal mit dem Auto mache. Vielleicht noch einmal, um das Hotel da in New Jersey City auszuchecken, dann aber vielleicht auch einfach mal rein, nur mit dem Zug und irgendwo in Airbnb in Brooklyn oder so. Mal gucken. Ich teste da noch so ein bisschen rum. Und dann wird es halt natürlich New York pur geben. Holger wird dann wahrscheinlich reinkommen oder ich fahre nur mal kurz raus ins Hudson Valley, um ihn zu besuchen. Holger kommt aber auf jeden Fall auch nach Washington und da werden wir sicherlich auch mal eine schöne Video-Vlog-Reihe machen. So, das war's für das Video. Das war's für die 3 Videos aus New York. Wenn ihr Bock habt, den Kanal zu unterstützen, gerne über diese verschiedenen Funktionen, PayPal-Link, oder über die Kanalmitgliedschaft oder über die Super Thanks oder whatever. Oder zumindest mit einem Daumen und einem Like oder einem Kommentar. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps für New York. Vielleicht seid ihr ja auch jemand, der schon sehr, sehr, sehr oft in New York war. Wie gesagt, ich habe ja jetzt ein paar Einblicke da bekommen. Ich suche immer noch die günstige Möglichkeit, New York zu bereisen. Aber ich glaube, die gibt es nicht wirklich. Also Leute, in diesem Sinne, jetzt hier nach kann es sein, dass noch ein paar Handyvideos vom Super Bowl kommen. Ich werde bin überlegen, dass ich vielleicht irgendwo in eine Sportsbar gehe, ein Bierchen trinke und mal Super Bowl gucke. Vielleicht zumindest mal die erste Halbzeit oder sowas und den Rest dann vielleicht zu Hause. Ich guck mal, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall gibt es vielleicht noch was vom Super Bowl. Und dann sehen wir uns, nachdem ich jetzt demnächst mal wieder eine Woche in Deutschland bin, auf Heimaturlaub, sehen wir uns bei neuen Videos. Schaut einfach auf meinem Kanal vorbei, es gibt eine ganze Menge. Drohne, New York, Washington, fotografieren, alles. Macht's gut, haut rein und die ganzen Bekloppten hier, Leute, fahren hier rechts und links an mir vorbei. Macht's gut, haut rein und tschüss. Also, da soll mal einer sagen, in Deutschland wird gerast.
obwohl hier 65 Meilen Limit ist. Aber eine schöne Corvette kommt hier gerade vorbei. Da ist sie gerade vorbei. Jetzt aber tschüss. Ja, Leute, ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal wegen Super Bowl. Hier Sportsbar, unsere Sportsbar, wo wir eigentlich immer reingehen, die haben so ein Closed Event und da müssen wir $80 bezahlen und dann hätte man jede Menge Bier, jede Menge Essen, jede Menge Jameson frei. Das ist mir gelinde gesagt ein wenig zu viel des Guten. Deswegen werde ich jetzt, wenn ich nicht noch was anderes finde hier, werde ich das Teil jetzt den Super Bowl zu Hause gucken. Ich habe auch noch ein paar Chicken Wings am Start und auch ein Budweiser. Deswegen ist zwar schade, aber wie gesagt, $80 waren mir jetzt am Ende echt zu viel. Und Jameson wollte ich auch nicht unbedingt jetzt heute Abend nochmal trinken. This is the Andy Reid special. We talked about him saving all day. He's going to fake a motion to go across. And at that moment, he turns and goes back. Hartman hit it.